Hi Leute, ich bin Lukas aka Mr. Lux. Willkommen zurück zu einem neuen Update-Video zu meinem Spiel. Diese Woche habe ich zwei neue Sachen zu dem Spiel hinzugefügt und die will ich euch jetzt gerne zeigen. Viel Spaß! Nummer 1. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, sollen Kämpfe ein sehr wichtiger Bestandteil des Spiels werden und deshalb habe ich diese Woche schon mal angefangen, die Schwertanimation zu zeichnen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, ich muss da noch ein bisschen Feinschliff machen, aber im Groben und Ganzen sehen die schon mal ganz gut aus. Falls sich jemand fragt, wie das mit den Animationen in dem Spiel funktioniert, man muss da wirklich jedes einzelne Bild zeichnen und die Bilder werden dann ganz schnell hintereinander abgespielt und so entsteht dann die Animation. Also das ist schon wirklich eine Menge Arbeit, aber mit der Zeit werde ich besser drin. Hier sieht man mal die ganzen Animationen, die ich aktuell brauche für die Spieleranimationen. Einmal natürlich die Laufanimationen und die Schwertanimationen, jeweils in alle vier Himmelsrichtungen. Da kommt schon echt viel zusammen. Und diese Bilder importiert man dann in Unity, muss da ein bisschen was einstellen, dass die halt zur richtigen Zeit abgespielt werden, in der richtigen Geschwindigkeit und so weiter. Und dann funktioniert das Ganze ganz gut. Unity ist übrigens die Spiele-Engine, die ich für dieses Spiel hier verwende. Kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar dem Kampfsystem. Letzte Woche habe ich ja diesen Gegner hier hinzugefügt und den kann man jetzt mit seinem Schwert angreifen. Dann wird er ein bisschen nach hinten geschleudert und verliert dadurch natürlich Leben. Genauso kann der Gegner einen selbst natürlich angreifen, wenn er einem zu nahe kommt. Und da wird man auch ein bisschen zurückgeschleudert und verliert Leben. Beim Kampfsystem gibt es aber noch sehr viel Feinschliff zu machen. Ich habe da gerade erst angefangen, das zu implementieren. Zum Beispiel habe ich noch nicht beachtet, dass man den Gegner nicht angreifen kann, wenn er direkt hinter dem eigenen Rücken steht. Also das muss ich auf jeden Fall noch fixen, sollte aber nicht allzu schwer sein. Beim Kampfsystem kann man sich echt viele coole Sachen einfallen lassen, zum Beispiel verschiedene Schwerter, verschiedene Rüstungen, verschiedene Gegner. Ich habe da schon richtig viele Ideen, ihr wahrscheinlich auch. Wie gesagt, falls ihr Ideen habt, schreibt die immer gerne in die Kommentare. Ich lasse mich immer gerne inspirieren. Jetzt am Ende des Videos wollte ich nochmal Danke sagen für die ganzen neuen Abonnenten und Likes, die dazugekommen sind. Eigentlich muss ich gar nicht sagen, dass ihr ja abonnieren sollt und liken sollt. Ihr macht das eigentlich von alleine und klar, ich habe jetzt noch nicht wirklich viele Aufrufe, aber ich merke auf jeden Fall, dass immer mehr Leute dazukommen. Vielen Dank auch an Dan Nixel, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der mein Video sogar in seiner Klassengruppe gepostet hat. Also das hätte ich echt nicht erwartet. Richtig cool, Shoutouts auf jeden Fall. Schaut auch gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Ich werde hier auf jeden Fall weiterhin Videos machen, mir macht das gerade mega Spaß. Und ich versuche natürlich auch immer besser zu werden, also wenn ihr Kritik oder irgendwelche Verbesserungsideen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Zum Beispiel habe ich jetzt hier das Mikro-Setup ein bisschen verbessert, also der Ton sollte heute um einiges besser sein. Und genau. Danke fürs Anschauen, lasst gerne ein Like da, schreibt eure Anregungen und Ideen für das Spiel gerne in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, nächsten Sonntag, da kommt wieder das nächste Video. Bis dann, ciao.